Zeuge Paul Hartan, Deutschland, Oberamtsmann, 55 Jahre, 125. Verhandlungstag, 8.1.1965. Und in dieser Tätigkeit als Polizeibeamter sollen Sie auch einmal ein Vorgesetzter von dem Angeklagten Boger gewesen sein? Ich habe von 1933 bis 1945 als Verwaltungsbeamter der ehemaligen deutschen Sicherheitspolizei angehört und in dieser Eigenschaft habe ich Herrn Boger natürlich in Stuttgart kennengelernt. Ich war zweieinhalb Jahre Personalsachbearbeiter. Wann waren Sie da? In Stuttgart war ich Personalsachbearbeiter im Jahr 1938, 1939 und im ersten Halbjahr 1940, also 2,5 Jahre. Ja. Und in dieser Zeit haben Sie Boger kennengelernt? Ja, schon vorher. Schon vorher? Im Jahr 1900, meiner Erinnerung nach, war es im Jahr 34 oder 35. Damals war ich Registraturbeamter. Ja. Bei unserer Dienststelle in Stuttgart. Ja. Nun sagen Sie bitte, können Sie sich entsinnen, welche Tätigkeit Boger ausübt und zu welchen Zeiten er dort war? Ja, Herr Boger, der hat 1933 als Hilfspolizeibeamter der Polizeidirektion in Friedrichshafen am Bodensee angehört. Und dann war er ebenfalls wieder als Hilfspolizeibeamter einige Monate bei der, wie hieß das damals, beim württembergischen Innenministerium, Württembergische Politische Polizei. So firmierte damals die Politische Polizei in Württemberg. War also Herr Boger einige Monate in Stuttgart und dann wurde er... Wann ungefähr? Das wird gewesen sein, ja, im ersten Halbjahr 1933, vielleicht bis Sommer. Und dann wurde er in das dann wurde der Status der Hilfspolizeibeamten aufgelöst, möchte ich sagen, und die damaligen Hilfspolizeibeamten der politischen Polizei, das wird auch in anderen Ländern so gewesen sein, wurden in das Kriminalangestelltenverhältnis übergeführt. Und dann war Herr Boger anschließend nicht mehr in Stuttgart, sondern wieder in Friedrichshafen. Ja, im Moment, Herr Zeuge, dass ich mal unterbreche. Ja. Sie sagten, Sie sind Oberamtmann. Haben Sie eine Aussagegenehmigung? Ich bin Oberamtmann bei der Württembergischen Landessparkasse in Stuttgart. Ach, brauche so, also keine Aussagegenehmigung. Ja. Ich dachte, Sie seien im Staatsdienst. Nein. Sie sind also kein Beamter im Sinne des Beamtengesetzes. Doch, weil die Württembergische Landessparkasse in Stuttgart ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts. Öffentlichen Rechts, ich ja. Ich bin also Beamter. Ja, aber doch. Zwar nicht beim Staat, nicht Sinne beim Land Baden-Württemberg. Ja, aber nicht im Sinne des Beamtengesetzes, oder? Aber sicher. Doch. Ja, die Beamten der öffentlichen Sparkassen, mindestens in Baden-Württemberg, es ist aber auch in der Bundesrepublik so, ja, haben den Status eines Beamten. Hat die Aussage des Zeugen mit seiner jetzigen Tätigkeit so wenig zu tun, dass diese jetzige Dienststelle überhaupt nicht in der Lage wäre, ihm eine Aussagegenehmigung zu erteilen? Nein. Also wir können wohl ohne auch sachlich Aussage, nicht. Ohne Aussagegenehmigung weiter fortfahren. Ja. Also Sie sagten, bis zum Sommer 1933 etwa, da wurden die Hilfspolizeibeamten überführt in die Kriminalabteilungen. In das Kriminalangestelltenverhältnis. In das Kriminalangestelltenverhältnis, ja. Und? Ja, wo und kam da der Boger hin? Wieder, meiner Erinnerung nach, wieder zurück nach Friedrichshafen. In Friedrichshafen, es war anders. In der Zwischenzeit wurden, das heißt im Verlauf des Jahres 1933, wurden in Württemberg Außenstellen der politischen Polizei errichtet, in mehreren Städten in Württemberg, darunter auch in Friedrichshafen. Und dann kam Herr Boger wieder zurück zur damaligen Außenstelle Friedrichshafen der württembergischen politischen Polizei. Ja. Und wie lang? Tja, dort war er, Boger war in Friedrichshafen, wohl bis zu seiner Abordnung nach Polen.
Und das war 1939? Das war zu, nach, ja, ja, also zu Beginn des Polenfeldzuges, ja. Meine ich, sei das gewesen. Ja. In der Zwischenzeit, hat Herr Boger noch in Stuttgart die an einem Lehrgang teilgenommen und die Prüfung abgelegt für den mittleren Vollzugsdienst der Kriminalpolizei. Er wurde also zu Beginn des Jahres 1937 in das Beamtenverhältnis einberufen, als Kriminalsekretär. Ja. Nun, dann 1939, meinen Sie, mit Beginn des Polenfeldzugs kam er nach Polen. Und wann haben Sie ihn dann wiedergesehen? Oder haben Sie ihn überhaupt noch mal wiedergesehen? Zu Beginn des Polenfeldzuges. Also ich habe Herrn Boger entweder im Jahr 1938 oder aber noch im Jahr 1939 in Stuttgart bei der Staatspolizeileitstelle Stuttgart wiedergesehen. Damals war ich Personalsachbearbeiter. Als er dann abgeordnet wurde nach Polen, habe ich ihn meiner Erinnerung nach nicht mehr gesehen, weil ich selbst am 27.06.1940 als Verwaltungsbeamter der Sicherheitspolizei nach Frankreich abgeordnet wurde, wo ich über 2 Jahre gewesen bin. Von 1940 bis 1942. Von Mitte 1940 bis Ende September 1942, ja. Bis Ende September 1942, ja. Und dann bin ich wieder nach Stuttgart zurückgekommen. Und dann waren Sie in Stuttgart wieder Personalsachbearbeiter? Nein, dann habe ich das Haushalts- und Wirtschaftsreferat übernommen. Haushalt und Wirtschaft? Ja. Und haben Sie dann Boger noch weiter gesehen oder erlebt? Ich glaube nicht. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich Boger nach meiner Rückkehr aus Frankreich, also ab 1. Oktober 1942 in Stuttgart, nochmals wieder gesehen hätte. Es wäre ja denkbar, dass er vielleicht mal auf Dienstreise oder auf Urlaub gewesen wäre und wäre mal vorbeigekommen, um mal die alten Bekannten zu besuchen. Ja. Aber Sie können sich nicht daran erinnern. Ich kann mich nicht erinnern, mit dem besten Willen nicht, nein. Ja, reicht mal, Aschenauer. Keine Frage mehr. Bitte schön. Herr Hartan, ist Ihnen vielleicht aus den Personalakten erinnerlich, ob der angeklagte Boger zu irgendeiner Zeit nach 1939 einmal degradiert worden ist? Sie sagen nach 1939. Nach 1939? Ja. Und degradiert, das würde also bedeuten, dass es während des Krieges gewesen ist? Ja, ja. Ich nehme an, dass die Personalakten bei Ihnen verblieben sind. Er ist nur Abgeordnet gewesen. Er ist Abgeordnet gewesen, die Personalakten blieben in Stuttgart. Das stimmt. Ja. Nein. Ist mir nichts bekannt. Ist mir nicht bekannt. Wenn ein solcher Vorgang bestanden hätte, dann glaube ich nicht, dass dieser Vorgang nach Stuttgart zur Heimatdienststelle abgegeben worden wäre, obwohl diese Vorschrift bestand. Ich war selbst 2,5 Jahre in Frankreich und weiß, wie die Dinge gelaufen sind. Wenn irgendeiner etwas ausgefressen hatte, entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, dann haben diese Einsatzdienststellen diese Vorgänge in der Regel nicht zu den Heimatdienststellen abgegeben, sondern selbst in ihre Interimspersonalakten verwahrt. Ist eigentlich schon der Versuch gemacht worden, die Personalakten Bogers mal rauszubekommen? Ja, Versuche schon, aber die sind erfolglos geblieben. Ja, ja. Hier. Und wo haben Sie diese genauen Daten her, die Sie uns eben vorgetragen haben? Ich hatte 2 Jahre Gelegenheit während meiner internierten Zeit, mir all diese Daten in allen Einzelheiten aufzuschreiben. Was ich Ihnen sagte,
also in Bezug auf Ihre Tätigkeit, auf meine Tätigkeit und auf den Ablauf der Dinge in Stuttgart, das trifft nicht nur auf Herrn Boger, sondern auf noch andere ehemalige Beamte der Geheimen Staatspolizei in Stuttgart zu. Zum Beispiel die Ablegung der Prüfung, die Teilnahme in einem Lehrgang, die Abordnung nach Frankreich oder nach Polen oder wohin es nun gewesen sein mag. Ja, also uns interessiert ja nur, ob Sie irgendwo noch Personalakten haben einsehen können oder etwa wüssten, wo die Personalakten Boger sich befinden können. Ich war am Schluss des Krieges nicht mehr in Stuttgart, sondern in Berlin. Aber wie ich hörte, sind diese Personalakten verbrannt worden. Die Personalakten der Beamten und Angestellten der ehemaligen Staatspolizeileitstelle Stuttgart. Gut. Herr Staatsanwalt, bitteschön, ja. Wissen Sie, in welcher Dienststellung Boger 1939 nach Polen abgeordnet wurde? Als Kriminalsekretär. Als Kriminalsekretär. Nehme ich an, er war Kriminalsekretär damals, in einer anderen Dienststellung konnte er nicht abgeordnet werden. Und wissen Sie, ob er in der allgemeinen SS irgendeinen Dienstrang hatte, unabhängig von dem Paralleldienstrang? Also die Gestapo-Beamten hatten doch in der allgemeinen SS noch einen... Einen Angleichungsdienstgrad. Angleichungsdienstgrad. Und wissen Sie, ob Boger nur den Angleichungsdienstgrad hatte oder ob er einen selbstständigen Dienstgrad in der allgemeinen SS hatte, was sehr möglich war an sich? Herr Boger war SS-Obersturmführer. Obersturmführer? Ja. Das war aber nicht der Angleichungsdienstgrad. Das war kein Angleichungsdienstgrad, nein. Denn der Kriminalsekretär, das wäre Scharführer wohl gewesen. Nein, der Kriminalsekretär wäre... Oberscharführer? Nein. Nee? Nein, nein, Moment. Der Kriminalsekretär wäre zu Beginn der Dienstgradangleichung SS-Untersturmführer gewesen und später Sturmscharführer, SS-Sturmscharführer. Aha, Sturmscharführer ist also... Das ist ein Zwischenglied, welches man... Unterführer, Zwischending zwischen Unterführer und Führer. Das hat man später eingeführt. Ja. Also jedenfalls dieser Obersturmführer, das war ein, unabhängig von seiner Tätigkeit der Kriminalpolizei, ein Dienstgrad aus der allgemeinen SS. Ich darf das anders sagen. Wenn Herr Boger nicht der SS angehört hätte, dann hätte er einen seinem Polizeidienstgrad, nämlich Kriminalsekretär, entsprechenden SS-Dienstgrad angleichungsweise bekommen. Vermutlich SS-Untersturmführer. Aber wenn einer schon Obersturmführer war, dann konnte man ja nicht herabdegradieren, wenn ich so sagen darf. Und das SD-Zeichen, das stand ihm auch zu? Die SD-Raute hat jeder SS-Mann und jeder Angehörige der Sicherheitspolizei in Uniform in allen Gebieten des Krieges getragen, auch im Heimatgebiet. Ja. Er musste es ja tragen. Ja. Welchen Dienstgrad hatten Sie denn, als Sie nach Frankreich kamen? Ich bin SS-Hauptsturmführer gewesen. Dankeschön. Bitte. Herr Scheißemann. Herr Zeuge, können Sie sich erinnern aus der Zeit Ihrer Tätigkeit als Personalsachbearbeiter, das sagen wir bis zum Kriege, ob über die Tätigkeit des Angeklagten Boger irgendwelche Beschwerden gekommen sind wegen seiner Vernehmungsmethoden in der Richtung etwa? Nein, nein. Boger war ein durchschnittlich guter Kriminalsekretär. Irgendwelche Disziplinarvorgänge sind mir nicht bekannt geworden. Weder damals, als ich Personalsachbearbeiter war, noch vorher, noch nachher. Also auch später nicht über sein Verhalten in Ostrolenka? Das weiß ich nicht. Wann soll das gewesen sein? Nach seiner Abordnung nach Polen. Ja, da war ich wahrscheinlich schon in Frankreich. Ja, ich frage Sie ja, ob Ihnen in dienstlicher Eigenschaft oder in anderem Zusammenhang etwas bekannt geworden ist über das Verhältnis, über sein Verhalten in Ostrolenka. Nein. Nein. Ist es denn überhaupt bei Ihnen vorgekommen, dass eine Beschwerde bis zu Ihnen kam und zu einem Disziplinarverfahren geführt hat, weil ein Gestapo-Beamter unlautere Vernehmungsmethoden durchgeführt hat? Sie meinen, ob ein solcher Vorgang bis zur Heimatdienststelle gekommen wäre? Genau das meine ich, ja. Das kann sein. Aber das war nicht immer der Fall, ich habe es vorhin schon gesagt. Diese Vorgänge wurden meistens bei den Entschuldigen Sie mal, nicht Ostrolenka, ich meine jetzt aus der Zeit in Friedrichshafen. Wie meinen Sie? Ob es überhaupt während Ihrer Tätigkeit als Personalsachbearbeiter vorgekommen ist, dass Sie Disziplinarvorgänge in die Finger bekamen, weil irgendjemand geglaubt hat, sich beschweren zu müssen oder gewagt hat, sich zu beschweren, weil er von Gestapo-Beamten bei einer Vernehmung
misshandelt worden sei? Meinen Sie Vorgänge, die sich im Ausland abgespielt Nein, haben? Nein, ich oder meine jetzt speziell in Stuttgart, Friedrichshafen oder bei einer sonstigen Dienststelle in Ihrem Bereich. Ja, ja, solche Vorgänge gab es natürlich und die wurden dann in den Personalakten abgelegt. Welche Folgerungen wurden denn daraus gezogen? Wurden da überhaupt, weil Sie vorhin sagten, Ihnen sei kein Disziplinarvorgang in Erinnerung, wurden denn daraufhin überhaupt Disziplinarverfahren durchgeführt? Ja nun, der betreffende Beamte, wenn er irgendwas angestellt hatte, der wurde eben vom Dienstleiter vorgeladen und wurde gehört. Und was die zwei dann miteinander ausgemacht haben, das weiß ich nicht. Also war das wollte ich hier gerade von Ihnen wissen. Konnte der Dienststellenleiter beispielsweise in Friedrichshafen, wenn irgendeiner geglaubt hat, sich beschweren zu können, wenn er gewagt hat, sich zu beschweren, konnte der Dienststellenleiter dann durch persönliche Rücksprache mit dem beschuldigten Beamten die Sache so formlos aus der Welt schaffen? Ja, als Dienststellenleiter musste er den Mann ja mindestens kommen lassen und musste ihn hören und musste sagen, was haben Sie hier gemacht und so weiter. Und musste einen solchen Disziplinarvorgang untersuchen oder auch nicht. Das war mehr oder weniger, möchte ich sagen, in das Ermessen des Dienstleiters gelegt, ob er das tun wollte oder nicht. Ja, das so hatte ich mir es in etwa auch vorgestellt. Dankeschön. Herr Richter, Amen. Herr Zeuge, ist Boger mit der Beschäftigungsaktion für alte Kämpfer damals in die württembergische Polizei, zunächst als Hilfsbeamter gekommen? Diese Frage vermag ich nicht zu beantworten, weil ich Personalangelegenheiten erst vom 1. Januar 1938 an bearbeitet habe, während Herr Boger ja schon 1933 zur politischen Polizei kam. Gewiss, aber Sie scheinen doch die Personalvorgänge des Herrn Boger sehr gut in Erinnerung zu haben. Denn Sie haben ja vorhin gesagt, es waren keine Disziplinarvermerke da drin. Ja, das habe ich ja nicht gesagt, dass keine Disziplinarvorgänge da drin gewesen sind. Das könnte ja sein. Aber als ich am 1. Januar 1938 das Amt als Personalsachbearbeiter übernahm, da habe ich ja erstens mal schon gar keine Zeit gehabt, diese Personalakten alle durchzusehen. Da hatten wir ja anderes zu tun. Also Einzelheiten mit Bestimmtheit über die Bogersche Laufbahn und etwaige Beschwerden über ihn können Sie dann heute nicht wiedergeben? Nein. Ich weiß, die Laufbahn der früheren Angehörigen der Geheimen Staatspolizei in Württemberg, soweit mir das heute noch in Erinnerung ist, sie war ja die Beamten des mittleren Vollzugsdienstes, die Laufbahn war ja bei fast allen gleich. Ich meine, diese Dinge habe ich schon noch in Erinnerung. Und ich möchte speziell wissen, was Sie über Boger, seine Laufbahn, seine Tätigkeit und etwaige Beschwerden über zu große Härte oder dergleichen positiv wissen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in den Personalakten Boger, bitte, in welcher ich Personalsachbearbeiter war, dass ich in der Zeit einen schwarzen Vorgang bei ihm in den Akten gesehen hätte. Ein schwarzer Vorgang ist ein Aktenstück, welches in einem schwarzen Unterordner abgeheftet worden ist. Waren Sie später, wie Sie dann das Haushalts- und Wirtschaftsreferat übernommen haben, auch noch bei der Gestapo gewesen? Bei der Geheimen Staatspolizei, jawohl. Bei der Geheimen Staatspolizei in Stuttgart, ja, bis 1945. Ich habe keine Fragen an Sie. Sie sagten vorhin, Sie sind 1933 eingetreten. Wie bitte? Sie sagten vorhin, Sie seien 1933 bei der Polizei eingetreten. Ich? Hier. Ja. Kamen Sie aus der allgemeinen Polizei oder kamen Sie in der alten Kämpferaktion dahin? Nein, nein, weder das eine noch das andere. Ich komme aus dem gehobenen mittleren Justizdienst in Württemberg. Und aus welchem Anlass sind Sie zur Geheimen Staatspolizei damals übergetreten? Weil ich arbeitslos gewesen bin. Also. Herr Zeuge, was war Ihre Aufgabe in Frankreich? Ich war in Frankreich, in Paris. Erstens einmal ich war nur Personalsachbearbeiter in der ganzen Zeit. Bei der
Sicherheitspolizei, oder wie nannten Sie das? Beim Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des, SD in Frankreich, Dienststelle Paris. Aha. Dann eine weitere Frage. Wie viele Beamte und Angestellte unterstanden Ihnen, als Sie Sachbearbeiter, als Sie Personalsachbearbeiter in Stuttgart waren? Das heißt also, für wie viele Beamte und Angestellte waren Sie Sachbearbeiter? Schätzungsweise. Ja, das werden, vielleicht 250, vielleicht auch 300 gewesen sein, wenn man alle Außenstellen mitrechnet, ja. 250 bis 300. Haben Sie über all diese 250 bis 300 Leute, die Ihnen da unterstanden, so ein präzises Gedächtnis an die einzelnen Daten Ihrer Tätigkeiten in den Jahren 1938 bis 40, wie über den Angeklagten Boger? Fast über alle. Fast über alle. Das ist ja phänomenal. Sagen Sie, waren Sie in der Zeit, als Sie dienstlich mit Boger zu tun hatten, waren Sie da mit ihm befreundet? Nein, ich war mit ihm bekannt. Ja, ich meine, hatten Sie, also außer dem Bekanntsein, hatten Sie persönlichen Kontakt? Haben Sie sich gegenseitig mal besucht oder haben Sie mal zusammen was getrunken? Oder? Herr Boger war die meiste Zeit in Friedrichshafen am Bodensee beschäftigt, während der Zeit, in welcher ich in Stuttgart war. Und so kannte man sich eben. Ja, hatten Sie nach dem Kriege persönlichen Kontakt mit Boger oder mit der Familie Boger? Nein, ich habe den Namen Boger erstmals wieder gehört, als dieser Prozess hier begann anzulaufen. Ja, Herr Zeuge, wie erklärt es sich dann bitte? Mir fiel auf, wie Sie hier hereinkamen. Sind Sie suchend erst an den Reihen der Angeklagten vorbeigegangen? Und dann doch freudig haben Sie Boger erkannt und Boger hat Ihnen ganz freudig zugewinkt. Deshalb vorhin meine Frage nach dem freundschaftlichen Kontakt mit Boger. Ich meine, normal so ein Personalsachbearbeiter bei einer Dienststelle, Polizeidienststelle, 250 Leute, da hat man ja nicht so einen Kontakt, dass man so freudig sich zuwinkt. Und so. Also, deshalb, nun, entschuldigen Sie bitte, aber das freundliche Zuwinken wird ja wohl nicht verboten sein. Aber Sie verstehen mich völlig falsch, Herr Zeuge. Ich habe Sie, glaube ich, ganz gut verstanden. Nein, es ist gar nicht verboten, verzeihen Sie. Es ist hier gar nichts verboten. Ich fragte nur deshalb nach dem freundschaftlichen Kontakt. Und ja. Also das, die Frage ist beantwortet, ja? Ja, ja. Die ist jetzt beantwortet. Haben Sie bereit? Noch eine Frage? Ja, dann eine weitere Frage. Herr Zeuge, Sie haben da vor sich einen Zettel liegen. Haben Sie da sich so ein bisschen die Daten zusammengestellt für Boger? Ja. Eine Frage. Wie wussten Sie denn, zu welchen Themen Sie heute hier vernommen würden? Wie kamen Sie dazu, sich diese Daten so zusammenzustellen? Ich habe doch eine Vorladung bekommen hierher. Ja, steht denn auf dieser Vorladung, worauf es hier ankommt bei dieser Vernehmung? Nein, aber warum fragen Sie? Herr Zeuge, Moment, ich widerspreche diese Frage. Der Zeuge, das ist beantwortet. Der Zeuge hat erklärt, dass er während seiner internierten Zeit sich Aufzeichnungen über die damaligen Angestellten gemacht hat. Stimmt das, Herr Zeuge? Ich habe ungefähr... Also, Sie sind aber nicht am Fragen dran, nebenbei, ja, Sie verteidigen nicht Boger, Sie können also gar ich habe nicht widersprochen. Also, Herr Rechtsanwalt, ich weiß eigentlich nicht, wohin Ihre Frage zielt. Ich habe, Herr Vorsitzender, das kann ich genau erklären. Ja. Ich fragte den Zeugen, ob er während seines dienstlichen Kontaktes mit Boger darüber hinaus freundschaftlichen Kontakt hatte. Die Frage oder ist ob er beantwortet. Oder ob er nach dem Krieg engeren Kontakt hatte. Und das hat er alles verneint. Ja. Nunmehr... Nein, das habe ich nicht verneint. Ich habe diese Frage gar nicht beantwortet. Darf ich das nachholen? Bitte schön. Ich hatte mit Boger keine freundschaftlichen Kontakte. Ich gehörte wie er der SS an. Das war alles. Nach dem Krieg habe ich Boger nie mehr wiedergesehen. Ja, da können Sie doch dann auch keine freundschaftlichen Kontakte mit ihm gehabt haben. Vorher? Nein, nach dem Krieg. Nein. Ja, und vorher? Ja, vorher. Ich habe ja Dienstgrad angleichungsmäßig der SS angehört, so wie Herr Boger auch und als ehemaliger Personalsachbearbeiter bei der Staatspolizeileitstelle Stuttgart kannte ich die Beamten und Angestellten natürlich und zwar jeden einzelnen fast. Naja, also es ist gefragt worden, ob Sie in einen persönlichen
Freundschaftsverhältnis mit ihm gestanden haben oder ob das eben nur ein Kollege war, mit dem Sie da Umgang hatten, wie man das eben üblicherweise hat. Er war in der SS, ich war auch in der SS. Man stand auf Du und Du. Ja, ja. Freundschaftliche Kontakte, vielleicht auch zu den Familien, bestanden nicht. Bestanden nicht. So, ist noch eine Frage. Ja, ich muss nochmal auf diesen Zettel zurückkommen. Dieser Frage war widersprochen worden. Ich will erklären, wieso ich darauf komme, Herr Vorsitzender. Ich meine, es ist doch überraschend, dass dieser Zeuge uns hier einen Zettel mitbringt mit einer präzisen Aufzeichnung der Daten. Und deshalb frage ich Sie, Herr Zeuge, was hat Sie veranlasst, diesen Zettel und diese Daten so genau zusammenzustellen? Ach, meine Vorladung nach hier. Was denn sonst? Ja, wussten Sie denn, zu welchem Thema Sie hier vernommen würden? Das ist meine weitere Frage. Diese Frage beantworte ich Ihnen. Ich lese ja auch die Zeitung. Ja? Natürlich war mir bekannt, dass Burger hier in Frankfurt vor dem Schwurgericht steht. Ja, und war Ihnen auch bekannt, dass Sie speziell über seine Berufslaufbahn vor Auschwitz vernommen würden? Ja, sicher. Schließlich war ich ja Personalsachbearbeiter bei der Staatspolizeileitstelle Stuttgart. Zu was sollten Sie mich denn sonst vernehmen? Na, das weiß ich ja nicht. Wenn Sie es wissen, ist ja gut. Naja, also. Dankeschön. Bitte. Keine Frage mehr von Seiten Herrn Steinacker. Eine Frage? Ja? Herr Rechtsanwalt Aschenauer, wollten Sie noch etwas sagen? Zur Erklärung, Herr Staatsanwalt Vogel hat heute nach dem Herrn Heber gefragt. Vielleicht kann man, um das Beispiel zu explizieren, zufällig mal die Kenntnis des Sachbearbeiters der Staatspolizeileitstelle Stuttgart auch auf Heber ausdehnen. Ja, kennen Sie einen Polizeibeamten namens Heber? Der Name ist mir in Erinnerung. Heber war meiner Erinnerung nach ein Angehöriger der Staatspolizeileitstelle Stuttgart. Ja. Wo der Mann heute geblieben ist oder wo er heute ist, das vermag ich nicht zu sagen. Können Sie nicht sagen? Nein, ich hatte auch nach dem Krieg keinen Kontakt mit Heber. Ja. Damit sind alle Fragen beantwortet. Erklärungen sollen nicht mehr abgegeben werden. Herr Zeuge, sind Sie bereit, das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen zu beschwören? Aber ja.